Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play FTL Mini-Projekt. Immer noch mitten in der Nacht. Yeah. Wir haben den ersten Sektor fertig erkundet und sind vor den Rebellen geflüchtet und so weiter und haben ein bisschen an Scrap gesammelt und ein bisschen gefightet und so. Und jetzt wollen wir mal gucken, hätte ich nicht eigentlich mehr haben müssen? Ich hatte doch 6 bekommen. Da hätte ich doch 1, 2. Ach gut, wir sind da noch ein bisschen gesprungen. Egal. Wird schon passen. So, jetzt sind wir überlegen, was wir aufrüsten. Jetzt sehen wir aber auch einen Crewmember mehr. Haben wir schon gelesen. Crippen ist immer noch dasselbe. So, wir wollen was aufrüsten und das hier wäre gut, mehr Dodge, aber ich bräuchte sowieso mehr Energie. Hm. Aber das hier wäre gut. Ein Autopilot. 50% Evasion, das ist echt geil. Ist schon fast overpowered, würde ich sagen. 80%, wenn man bedenkt, wir haben jetzt schon 20, wenn wir noch 80 dazu haben, 100%. Das geht doch gar nicht. Oder ist das nur, wenn kein Pilot da ist? Das wäre natürlich auch interessant. Ich will es ausprobieren, Leute, und deswegen werde ich es machen. So, und wir werden den Rest in die Power investieren. Und wollen einfach mal gucken, wie das jetzt ausschaut. So, haben wir jetzt? Nein, seht ihr, wir haben jetzt nur 20%. Und wir haben jetzt nur 7%. Warum? Was ist das Problem? Requires a crew member to evade in combat or jump. Level 2, auto, 50% evasion. Ich verstehe nicht, wieso das nicht funktioniert, weil er zeigt mir die Evasion nicht an. Wird das zusätzlich gesetzt? Man Evasion plus 5. Fully Functional. Huh. Okay, werden wir vielleicht noch einen Unterschied bemerken? Ich weiß es nicht. Wir können uns aber die Medbay auch noch powern. Und werden jetzt aber in den nächsten Sektor springen. So, und das ist jetzt neu. Also neu für euch vielleicht. Wir haben hier verschiedene Sektoren. Und das ist unsere Galaxy Map im Grunde. Weil wir können ja an irgendeiner Stelle gestartet sein in der Galaxie. Ja, das ist ja frei. Aber es sind immer 8 Sprünge bis zu dem, wo wir hinwollen. Dieser Hostile-Sektor hier, wo die Föderation auf uns wartet, hoffentlich. Wir können jetzt aber unseren Pfad wählen. Es gibt verschiedene Pfade, die wir wählen können. Und gerade jetzt spricht mich einer an, und zwar der hier. Ein sehr komplizierter Pfad eigentlich. Nämlich hier oben rum, damit wir nicht einen Hostile-Sektor passieren müssen, denn die sind dreckig. Soweit ich es in Erinnerung habe, und das wird hier nicht besser sein. Deswegen werden wir jetzt erstmal in diesen Uncharted Nebula One fliegen. Wir können auch in den fliegen, ist eigentlich völlig egal. Ich weiß nicht, was das ändern würde. Das sind beides Uncharted Nebulas. Okay, wir könnten dann hier über diese zwei Civilian Sectors fliegen. Das hier war auch gerade ein Civilian Sector. Nochmal durch ein Nebula, nochmal über ein Civilian, nochmal über Nebula und dann zum Hostile Sector und haben hoffentlich dann eine gute Ausstattung, um die Rebellen zu besiegen. Das werden wir so machen, denke ich. Denn ich will ehrlich gesagt Hostile vermeiden, wenn es geht. Nebulas were always dangerous places. Many electronics fail in these clouds. You will have to tread lightly. Nämlich, unsere Sensoren sind komplett weg. Ja, eigentlich nur die Sensoren. Gut. Das zeigt auch dieser Danger-Hinweis. You are inside a nebula. Your sensors will not function, but the rebel fleet will advance more slowly towards you. Aber da das hier ein Nebula-Sektor ist, sollten sie eigentlich nicht ganz so langsam wie sonst, wie sie es sonst tun würden, uns verfolgen. Das hier seht ihr auch ein bisschen verpixelt. Das liegt daran, dass... also es sollte nicht ganz so verpixelt sein, sondern ein bisschen feiner. Es liegt aber daran, dass ich das ein bisschen gezerrt habe. Ich habe Fullscreen und dann eine Zerrung gemacht. Okay, hier sehen wir diesen Sektor. Hier sind zwei außerhalb des Nebels, aber alle anderen innerhalb des Nebels hier. An unvisited location. The Rebel Fleet was prepared for the nebula in this sector, so it won't be as effective a hiding spot. Das heißt einfach, die Rebellen werden langsamer vorankommen als sonst, aber nicht so langsam, als wenn es ein normaler... Entschuldigt, Leute. Wasser. Als ob es ein normaler Zivilsektor oder sowas wäre, dem Nebel ist. Weil damit wären sie nicht vorbereitet gewesen, wenn ihre Sensoren nicht anpassen können oder was auch immer. Und kommen da nicht so schnell hinterher. So. Wir fliegen jetzt aber erstmal hier hin und gucken dann, wo wir weiterfliegen. Gucken uns einfach mal an, was hier so passiert in diesem Ding. A pirate ship arrives shortly after you, judging from the fact that it is attempting to avoid your ship. You assume that it's a smuggler trying to stay away from beacons. Boah, wir greifen ja mal an. Aber ich meine, was haben wir zu verlieren? Viel, aber auch viel zu gewinnen. Also muss you power up your weapons and move in to engage. Ja, leider habe ich sie nicht so schnell gepowert. Was zur Hölle ist das? Ein Level 3 Ionenstrahl oder sowas? Das wäre richtig krank. Hier haben wir ein paar Raketen, die werde ich jetzt auch einsetzen. Maßgeblich, um die Schilde außer Kraft zu setzen, wäre gut. Ich schieße mal hier drauf und hier drauf und wir gucken mal, was passiert. Leider haben wir keine Sensoren, deshalb können wir auch innerhalb des Schiffes nicht sehen, was passiert. Das heißt, sie können jetzt eine Boarding Party reingesendet haben, ohne dass wir es sehen. Wir sehen aber, dass die Türen beschädigt werden. Wir hören das im Grunde und ja. Wüssten dann, dass jemand da ist. Aha!
Schilde sind komplett außer Kraft. Waffen sind halb down. Oh, damn. Und unsere Schilde sind natürlich gerade blockiert worden. Das ist nicht so gut, denn er wird jetzt feuern. Ja. Und uns... das war knapp. Da ist der Schild gerade wieder angegangen. Sehr gut. They look like they don't want to fight. They are trying to escape. Enemy FTL delayed. Warum auch immer. Haben wir einen Delayer? Nein, wir haben keinen Delayer. Komisch. So, dann schießen wir das nächste Mal noch da drauf und das Schiff vernichtet. Oh, sie reparieren die Schilde. Das ist nicht so gut. Aber wir sollten eigentlich sofort treffen und dann ist gut. Wir haben auch keinen weiteren Schaden genommen. Na komm, schieß! My goodness. They hail you. We realize our ship is no match for yours. If you let us go, we can make it worth your while. Es war erst ein Treffer. Wenn die anderen zwei Schüsse noch treffen, hätte ich ihn zerstört. Das Dumme ist, wenn ich das annehme, werden die gar nicht mehr angezeigt. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich sind die gerade im Begriff. Und eigentlich könnten wir beides machen. Wir könnten das annehmen und ihn zerstören und könnten dann noch alles mitnehmen. Wir kriegen nur 2 Fuel, 1 Drone Part und 14 Scrap. Ich denke mal, wir könnten mehr bekommen, wenn wir uns zerstören. Deswegen, no, ignore that, please, and attack. Bam, down. Und mal gucken, was wir bekommen. Nur ein bisschen mehr Scrap. Das ist nicht so gut. Ich hätte gerne noch mehr Fuel gefunden. Das gibt's auch. Aber naja, this ship's cargo was not salvageable. However, they seem to have been surveying the region. They possess detailed maps of the and data. You download what you can to the ship's map. Das kann gut sein. Und wir haben Scrap. Jetzt, das war der erste Sektor. Jetzt wissen wir, was hier so ist. Possible ship detective detected. Possible ship detected. Possible ship detected. Oh, Iron Storm. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Da wollen wir nicht hin. Ein Iron Storm. Denn Iron Storm sorgt dafür, dass wir weniger Energie zur Verfügung haben. Das ist sehr, sehr ungut für uns. Noch ein Iron Storm. Also die Sachen wollen wir vermeiden. Und hier ist ein Store und da ist ein Store. Gut, zu dem Store wollen wir hin. Das heißt, ich denke mal, wir suchen hier oben ab und gucken mal, was da so ist. Cool. Das war eine coole Sache. Wir können auch hier rüber gehen und dann hier runter. Wir kommen von dort aus zu dem Store. Deswegen will ich da hin. Also ich will hier hin, dann hier zu dem Store und dann hier rüber irgendwie wieder zurück. Mal gucken. Deswegen gehen wir direkt dahin, damit wir nicht so viel Zeit verschwenden für die Rebellen. As you wait for the FTL drive to charge, you half expect to be ambushed at any moment. However, no attack comes, okay? Oh, okay. Wir fliegen auch gerne einfach weiter. Das macht gar nichts. Wir brauchen eh einen Shop. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich auf ein Schiff treffen, aber das ist mir egal. Im Grunde will ich sogar. Ja. Ja, das wäre sogar sehr gut, denn da kommen wir gut hin. Und dann kann ich die drei untersuchen. Hier, hier, hier. Zum Store und hier rüber weg. Und dann wieder hier rum. Ich will nicht zum Iron Storm. Wenn es geht. Das ist zu gefährlich. Wir können es nicht gebrauchen, dass Energie fehlt. So, it appears that an automated rebel scout was positioned within the nebula to warn of your passing. The ship starts to power up its FTL drive. If it gets away, it will no doubt warn the fleet of your position. Und was zur Hölle ist mit dir los? Mind Control? Willst du mich ver... Es gibt einen Mind Controller? What? Krass. Krass, 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 krass. Er hat keine Schilde. Ja, ich werde eine Rakete auf seinen Antrieb senden. Du doof Mann! Der kontrolliert meinen. Der kontrollt meinen, ja, genau. Er kontrollt den. Das ist voll der Troller. Das ist ein geiles System. Ich will auch so eins. Ja, habt ihr den gesehen? Das war ein Beam. Und der macht keinen Schaden, wenn Schilde da sind. Der kann kaum Schilde zerstören und funktioniert, also wird dadurch mitigiert, also der gesamte Schaden. Der macht nur einen Schaden pro Raum oder sowas und dann ist der einfach sinnlos. Der müsste mein Schild zerstören. Ja, mein Control ist vorbei. Wehe, du controlst noch jemanden, dann gibt's Haue. Würdest du bitte den Raum reparieren? Ach, dankeschön, hast du. So, und der ist down. Das Mind Control war fies. Das kann echt übel ausgehen, wenn man Pech hat. Dann muss man den vielleicht töten. The ship breaks apart and you feel relief in the knowledge that you will hopefully still be one step ahead of the fleet. Missile, Drone und Scrap. Sehr gut. Können wir alles gebrauchen. So, ich werde jetzt hier rumgehen, dann hier zurück und dann hier rüber. Ist, denke ich mal, die beste Route, die wir so nehmen können. Wir könnten natürlich auch hier rüber direkt zum Store. Aber dann würde mir hier vieles entgehen, was ich nicht will. Die Rebellen kommen gerade erst an. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. You can't see anything through the thick gases surrounding your ship. Without knowing what is out there, all you can do is wait for your FTL to charge. Oh well.
War leider ein bisschen ereignislos, aber wollen wir mal gucken, ob das andere nicht ein bisschen mehr. Ja, das bringt wohl mehr. Ja. Das ist dumm, weil hier bringt's mir gar nichts. Hier kriegt kein Scrap und gar nichts, wenn ich die vernichte. There appear to be a number of small stations nearby. Before you have time to scan them, warnings go off. A rebel teleporter was used in one of the stations. You've been boarded. Jo, wollen wir mal gucken. Ja, und die kommen alle auch noch bei dem, der nicht kämpfen kann. Aber weißt du was? Raus. Hierhin. Und wir öffnen einfach die Türen. Und lassen die einfach mal ersticken. Ja, zerstört ruhig meinen Antrieb. Ist mir egal, wir haben eh keinen Gegner. Oh damn, wieso seid ihr so schnell hier? Das dürfte aber eigentlich nicht der Fall sein. Okay, ab in die Mad Bay, wir verschanzen uns da. Warte mal, dann machen wir es so. Und hier auch. Haha. You will die. Wir machen hier einfach alles leer. Macht ruhig, oh, das ist schlecht für uns. Oh Gott, das ist richtig schlecht für uns. Jetzt werden wir sie zwar vielleicht erledigen. Oh, Melilan zurück. Kommt ruhig her. Ich mache lieber wieder alle zu. Warte mal, ich mache alle Türen zu. Nein, nicht alle Türen auf, alle zu. Ja, mach ruhig auch die Schilde kaputt, ist mir egal. Hauptsache der O2 sinkt nicht zu weit, weil da haben wir jetzt ein Problem mit. Wir müssen ihn ja auch noch reparieren, also beziehungsweise das Ding reparieren, damit wir wieder O2 haben. Und das wird jetzt gefährlich. Das könnte uns den Hintern kosten. Ich hoffe, da habe ich jetzt keinen großen Fehler gemacht mit. Ja, geht drauf, los. Und der geht schon zum nächsten. Das war gemein, weil es 4 Stück auch noch waren. Das ist echt fies. Normalerweise kommen ja so 2 oder so. Ihr seht, wenn die nicht direkt im Hand-to-Hand-Combat sind, dann feuern die mit Lasern auf die Gegner. Das Problem ist, wir verlieren jede Sekunde Oxygen und ich muss Leute frei bekommen, die sich darum kümmern. Du gehst jetzt dahin, King. Oh nein, da ist kein Sauerstoff drin. Ah, das wird ziemlich eklig für ihn. Hier ist noch genug Sauerstoff. Glücklicherweise. Ja, hier waren aber ein paar mehr. Ist der im Sauerstoffmangel gestorben? Das könnte sein. Oh, sehr gut, wir haben wieder Sauerstoff. Phew! Das ist übel. Ja, komm, Gary, du kannst auch mithelfen. Wir brauchen das gerade nicht. So, die Schilde werden repariert. Das haben wir gut überstanden, aber knapp. Intruder-Alarm ist nicht nett, ganz ehrlich. Ich meine, wir haben zum Glück keine Systeme gebraucht. Stellt euch mal vor, wir hätten die 4 Leute an Bord gehabt und hätten noch einen Gegner hier. Das wäre tödlich gewesen, definitiv. Und das muss ja nicht sein. So, du bist beschädigt, ihr seid fit. Okay. Und sobald ihr fertig seid und er geheilt ist, ja, alle auf eure Station. Puh, haben wir gut überstanden. Wollen wir mal gucken, was als nächstes auf uns wartet. Aber wir haben Hüllenschaden bekommen. Ich weiß nicht, warum. Komisch. Vielleicht gab es einen Breach oder so? Nee, den hätte ich ja reparieren müssen. Ja, wir gucken mal hier weiter. Oh, wartet mal. Unsere Waffen sind nicht gepowert. Das ist nicht so gut. Navigating the fog blind, you practically bump hulls with a Mantis ship. They hail you. Pah, this transgression will be overlooked. Nebula very dangerous. Next time humans all die. Wir haben keinen Transporter, das ist schon mal gut. Das heißt, sie können nicht zu uns kommen. Ihre Waffensysteme sind auch aus. Sie haben nur ein Schild. There won't be a next time. Open fire. Ja, genau das werden wir jetzt nicht machen. Die Atems machen wir auch an. Und wir schießen einfach auf ihre Waffensysteme. Rakete muss ich nicht nutzen. Die nutze ich nur im Notfall. Wir haben einfach nur eine begrenzte Anzahl von Missiles und wir brauchen die noch. Es wird andere Situationen geben, wenn die mehr Schilde haben, wo es echt notwendig wird, einfach mal den Schildgenerator zu zerschießen. Mit einer schön platzierten Rakete und ihr seht hier das. Ah, das hätte böse ausgehen können. Da hätten sie uns richtig Schaden machen können gerade. Ne, machen wir O2. Wir wollen das hier ersticken. Oh, die reparieren schon wieder die Schweinis. Da war die Rakete jetzt mal einfach schön. So, und jetzt sollt ihr. Oh, ich mach wieder die Waffen kaputt. Ist eh down jetzt. Wenn er jetzt trifft, ist es vorbei. Wir hätten auch noch warten können, bis sie ersticken oder so. Hätte ich eine Iron Cannon, hätte ich es auch gemacht. Hätte ich ihm auf die Waffen gefeuert, aber... Oh, yeah, well. The ship explodes, leaving behind a substantial collection of useful scrap material. Wieder Fuel, Drone Parts, die wir nicht brauchen. Und Scrap. Noch nicht brauchen. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann. Ich würde unbedingt zu diesem Store, ne? Unbedingt. Und die kommen unaufhaltsam näher. Aber hier könnte ja vielleicht was Gutes auf uns warten.
Manchmal schenken einem auch einfach Leute Waffen, das ist voll lustig. There's nothing here, save for vast swirls of gas reflecting rays from a distant sun. Wie poetisch. So, ja, jetzt nochmal ein Schiff. Diese Data Burst war wirklich gut von dem Piratenschiff, von dem Schmuggler. A black market weapons trader spins you a tale of the dangers of the nebula before pushing his wares. Purchase an unknown weapon, 45 scrap. Wir könnten es machen, aber ich kaufe mir lieber eine, die ich, wo ich weiß, was ich bekomme. Aber wir können ihn angreifen und ich glaube, das machen wir. Der hat keinen Transporter, er hat einen Drone-Dings, aber das ist mir egal. Wir hauen die Waffen kaputt und mit der Rakete auf die Drohnen. Damit die Drohne uns nichts machen kann, weil das wird echt eklig. Der hat, glaube ich, nee, der hat nur eine Waffe. Aber seine Drohne feuert halt dauernd auf uns. Und haut unsere Schilde um. Wie, Maryland, was hast du für Schild? Na, nur 10%. Ja, seht ihr, das passiert nämlich dann. Und ich glaube, hier war gerade auch noch ein Breach in unserer Hülle. Oder bei denen war ein Breach, ich bin mir nicht sicher. Ja, aber die sind jetzt erstmal ausgeschaltet. Drohnen sind down, die Waffen sind down. Die sind hilflos im Grunde. At our mercy, ja. Und das hatte ich befürchtet, dass wir das nämlich wieder anbekommen. Deshalb habe ich direkt mal drauf gefeuert. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt werde ich noch euer O2 ausschalten, dann seid ihr eh down. Natürlich machen sie die Drohne direkt wieder an, ne? Die Schweine wären. Zum Glück kann die nicht so schnell feuern, wie wir unsere Schilde wieder anbekommen. Aber die Waffen sind wieder da. Dammit. Ich war zu langsam mit Feuern. Das ist echt blöd. Ich will aber nicht eine Rakete opfern für die. Ich hoffe einfach, dass wir es überstehen. Ja, sehr gut. Miss. Haha, Doppelmiss. Yes, sehr gut. So, und jetzt nochmal auf die Drohnensektion und dann ist gut. Schade, dass wir die nicht einsammeln können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die auch einsammeln könnten, wenn wir so einen Arm hätten. Obwohl die vom Gegner ist. Aber wahrscheinlich schon. Ist ja nur Drone Parts, ne? Und die ist noch absolut in Ordnung. The ship explodes, leaving behind a substantial collection of useful scrap material. Oh, sehr viel Scrap sogar. Sehr gut. Ja, ich denke, overall war das ein ganz guter Deal. Warum ist die Tür offen, frage ich mich. Thing is, ihr müsst... Nein, ihr müsst nicht reparieren. Geht wieder auf euren Posten. Wir müssen reparieren. Denn ich brauche ein bisschen Repair-Skill, wenn's geht. Und so bekomme ich auch ein bisschen was davon ab. Oh, Medilines Reparaturskill und Naras Reparaturskill sind schon ganz gut. Der Engie sowieso. Oh ja, da ist... ganz schön angestiegen. Sehr gut. Achso, ihr sollt wieder auf euren Posten. Return, das muss ich umlegen. Ich brauche das auf F und R wahrscheinlich. R mit Save und F mit Do. Force oder so. Egal. Wir gehen jetzt erstmal zum Store, jawohl. Da will ich unbedingt hin. Denn wir haben jetzt 83 Scrap, da können wir doch sicher was Schönes verkaufen, oder? Na, wir müssen aber unsere Höhle reparieren. An NG Cargo Vessel hails. Proposed mutually beneficial exchange of properties. That smells like a bargain. Ja. Ah, Cloaking. Mein liebstes System, sage ich euch, Leute. Cloaking ist genial. Und fies. Beim Gegner. Cloaks the ship, adding 60 to your evasion. And preventing the enemy ship from locking on with their weapons. Ja. Also wir kriegen 60 Evasion drauf. Auf egal, was wir haben. Und sie können nicht mehr locken. Das heißt, die Waffen können auch nicht weiter gepowert werden. Das ist so ein bisschen wie ein Lock-on. Das ist nicht wirklich nur Energie, das ist so eine Art Lock-on. Und erst wenn der voll ist, können sie feuern. Und das können sie nicht mehr weitermachen. Nantes. Inflict 1.5 times damage in combat, 1.2 times movement speed, half repair speed. Tremendous disregard for individual lives led to the evolution as a vicious warrior race. Ja, dem wollen wir nicht begegnen. 26, um alles zu reparieren. Dann könnten wir uns noch eine Backup-Battery leisten. Es gibt diesmal kein Part 1, Part 2. Wir haben nichts zu verkaufen. Ich hätte gerne Backup-Battery, ne? 2 Bonus Power for 30 Seconds. Kann nützlich sein in Notsituationen. Hacking. Targets a single system, locking its doors and granting the ability to temporarily disable or disrupt it. Requires drone part to launch. Das ist halt sehr schlecht, weil dafür ein drone part, dann kann ich nützlich aber werden, ehrlich gesagt. Auch wenn das komplett ausschaltet für eine Weile, aber Da wäre mir eine Iron Cannon lieber, weil die brauchen Energie. Was wir auch machen können, ist einfach reparieren und Fuel kaufen. Oder wir reparieren aber noch genug, um einen der Leute hier zu kaufen. Ich hätte aber gerne Mantis. Ich würde sagen, wir kaufen die Mantis, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das wäre gut. Und lassen sie dann einfach... Warte mal, kriegen die hier... Ich sehe nicht, ob die Skill bekommen. Doch, sehe ich doch hier rechts. Ne, die kriegen keinen Skill in den Systemen wie Türen oder Überwachung.
Aber das ist nicht so schlimm. Aber ich hätte gerne Mantis. Die sind einfach so gut im Combat. Und ich bin ein bisschen Achievement geil, ich gebe es ja zu. Ja, das hier bringt uns alles noch nicht wirklich was. Und wir bräuchten eigentlich eine Waffe, aber wir holen uns die Mantis, wir reparieren und kaufen leider auch kein Fuel mehr, weil. Toll. Das ist schlecht. Wir bekommen nämlich extrem wenig Fuel mal wieder. Und hier ist noch ein Store. Oh, aber ne, hier wird der Pursuit nämlich wieder größer. Seht ihr, das ist die Hälfte jetzt nur. Wenn wir in einem Nebula wären, in einem normalen Sektor, würde der sogar bis hier noch runtergehen. Also richtig gut, drei Viertel anscheinend. Wir könnten hier hin, aber hier ist ein Iron Storm. Das würde ich mir ungern antun, ehrlich gesagt. Ach, wisst ihr was? Wir versuchen es. Mal gucken, was es bringt. Wir brauchen eh einen Fuel. Hier kriegen wir vielleicht wieder eins. You jump into a sector of the nebula beset by a plasma storm. An automated rebel scout stationed at the beacon moves into attack. Na toll. Ich hatte es befürchtet. Damn, der ist ganz schön gut ausgerüstet. This sector of the nebula is experiencing a plasma storm. Your main reactor can only function at half capacity. Oh, das schaltet einiges bei uns aus. Ausgerechnet unser O2, das ganz bestimmt nicht. Und wir haben nur den Burst Laser. Damn it. Wir werden das anschalten und das anschalten. Unsere Mantis wird die Überwachung starten, wo uns nicht wirklich viel bringt. Und Gary wird das System hier betreiben weiterhin. Sehr gut, so muss das passen. Okay. Und unsere Rakete. Ich will die Drohne auch loswerden, ne? Aber ich werde mal auf die Waffen feuern von denen. Und ich werde gleich wieder hier anmachen, den Burst Laser, aber noch nicht. Erst wenn die Waffen ausgeschaltet sind. Okay, die haben nur eine Waffe. Gerade an, weil sie selber Probleme haben mit der Energie. Ja, sehr gut. Sie kommen durch unser Schild. Jetzt ist nur noch die Drohne da. Jetzt wäre die Batterie natürlich awesome, ne? Wir müssen aber nicht mehr ausweichen, das heißt, wir können den Burst Laser nutzen. Und ich hätte das lieber auf die Drohne. So. Die schaltet unser O2 aus. Das ist natürlich schlecht. Wir können auch keine Energie davon wegnehmen, ne? Doch, jetzt schon. Oh, guck mal, jetzt können wir sogar einfach Energie loswerden. Das ist eh ausgeschaltet, also wäre es wurscht, aber ist egal. Passt schon. Was? Was? Wieso triffst du nicht ordentlich? Unser O2-Vorrat geht gerade runter, Mensch. Zum Glück kann er nicht reparieren, wie es scheint. Das ist sehr gut. Puh. Ja, das ist halt das Ding. Wenn du immer die Waffen ausgeschaltet hast, sind die meisten Schiffe einfach nur noch sinnfrei. Die Drohne ist damit ausgeschaltet. Wir kriegen wieder O2. Sehr gut. Und können jetzt einfach auseinandernehmen. Also, das ist momentan jetzt schon GG, weil. Ja, jetzt sind auch die Schilde weg. Er kann einfach nichts mehr tun. Triebwerke machen wir jetzt auch noch platt. Fertig. Ich könnte auch weiter auf ein System feuern. Ist eigentlich egal. Es geht jetzt nur noch um Höhenschaden. Oh, das ist böse. Ja, hast es doch wieder anbekommen, du Schweinebär. Nicht nett, sowas. Okay, wir kriegen kein Fuel. Wir kriegen echt wenig Fuel, verdammt, Leute. Oh mein goodness. Das ist echt nicht nett, sowas. Das ist wirklich nicht nett. Okay, und dann ab zum Exit. Wir wollen hier raus. Oder war ja noch eins direkt neben uns? Ja, ist egal. Wir kriegen viel zu wenig Fuel. This long-range beacon is almost hidden within the nebula. When the FTL drive is charged, you can jump to the next sector. Was machen wir noch? Jump. Tschüss. Tschüss, Rebellen. So, und wir wollen zu dem Civilian, zur Civilian World. Sultan Homeworlds. Yes, richtig gut. Ich will einen Sultan haben. Das wäre sehr gut, wenn wir einen Sultan hätten. Ich zeige euch dann, warum. You arrive in Zoltan Space. From what you have heard, they anticipated the coming war and made preparations to hold their borders. Das wäre gut, aber sie werden es nicht schaffen. Ja, Leute, auch wenn es jetzt mal ein bisschen früher ist, letztes Mal habe ich überzogen. Ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play FTL Mini Project in der Nacht. Bis dann, Leute. Tschüss.